So, na gut. Auf Hawallen gibt es nichts mehr und deswegen gehen wir jetzt ab nach The Tempest. Schauen, was da Schönes geht. Ja, Planet verlassen. Vielleicht komme ich ja Wir nochmal verlassen zurück. jetzt Hawal. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Jarl sagt, Ephra wartet auf Ihren Anruf, Pathfinder. Ephra, aha, okay. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Oh, gucken wir mal. Azari-Flüchtlinge, Realtek, Hawal-Einsatzteam Wissenschaftler, Erinnerung, Üg, Kontakte knüpfen. Aha, geht nah ab. Müsste man eigentlich alles lesen. Aber hab keine Lust zu, bin ich ganz ehrlich. Was steht da? Spiritualität, ausgewogene Ernährung. Alles wichtige Tipps. Ja, Spiritualität, ja. Oh Gott, alles als gelesen markiert. Zack. Was sind hier Flüchtlinge? Es gibt Berichte auf Flüchtlinge. Sie haben es geschafft. Vielleicht können Sie uns über Arche erzählen. Wenn Sie Zeit haben, mit Kura reden. Aha. Können wir machen. Aber Ihnen was stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ja, habe ich mir schon gedacht. Gut, dann machen wir erstmal schnell das Übliche. Sie hätten das sehen müssen. Ein perfekter Drift. So, erstmal hier, Nachbesprechung eines Einsatzteams. Nachbesprechen. Mission fehlgeschlagen. Oh Gott, ernsthaft? 89%, na dann, Mission starten. Komm, Liam, komm, das schaffst du. Auch wenn ich schon Kogane hab. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem Schon wieder? So, Handelsverteidigung, was gibt's da? Erhalt regelmäßig Verbrauchsgegenstände. Organische Materialien. Tech-Materialien. Weiter 10% Bonus auf Verfahren durch Abschließen von Begegnungen. Das nehmen wir doch. So, haben wir schon mal zwei Vorteile. Jetzt haben wir mehr XP. Ich bekomme jetzt... Das gilt auch für Gliedmaßen und... So, schnell Fähigkeiten noch checken. Wollen wir Kampf oder wollen wir Tech? Das ist jetzt die Frage. Eigentlich müsste ich Tech machen. Ich habe 11 Punkte. Das ist natürlich gut. Das Angriffsgeschütz. Mehr Dings. Höheres Aufladetempo. Sehr, sehr gut. Überlasten. 20% Aufladeradius. Oder mehr Gesamtschaden. Dann eher mehr Auflade. Öfters einsetzen ist immer gut. Da machen wir das lieber so. Decker und Techniker ist auf Rang 2 gestiegen. Profil, ja, ist auch nicht schlecht. Okay, aber wozu haben wir sie dann? Und Projekte. Erstmal alles verkaufen. Alle Bergungsgegenstände verkaufen. Für 5000? Natürlich. Bestätigt. So. Das war der Händler. Dann Forschungsteam. Entwicklung. Hier kann man keine Baupläne verfügbar. Keine Spezialoperation. Defensiv verstärken. Ist okay. Lebenserhaltungssystem Bauplan. Auch nicht schlecht. Notfallschild. Kann ich aber nicht machen. Alles. Verbesserte Schildregeneration könnte ich hier machen. Das ist aber auch alles. Schade. Wollen wir nicht. Forschung. Können wir nicht. Gehen wir nochmal schnell zum Händler, vielleicht hat der ja irgendwie Fahrzeugmods. Bessere Farben oder sowas. Karosserielackierung? Nein? Nein. Hat niemand was. Okay. Dann quatschen wir mal mit einem Tander. Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Bin dabei. So. Ephra Tijinaran aktiviert. Und? Commander? Pathfinder? Jarl hat mich über ihre Abenteuer auf dem Laufenden gehalten. Über die guten Taten, die sie für uns vollbracht haben. Das habe ich gerne getan. Ich will Ihnen beweisen, dass Sie mir vertrauen können. Sie haben keine Mühen gescheut, um dieses Wissenschaftsteam zu befreien. Das war eine selbstlose Tat. Aber Ihr wahres Ziel ist klar. Sie wollen in Ayas Gewölbe. Jarl sagt, Sie möchten uns helfen, die Moschei zu finden. Warum sollte ich das zulassen? Warum wohl? Tja, mein persönliches Motto lautet ja auch, ich schaff das. Sie sind dreist und ein bisschen arrogant, wie ich. Trotzdem will ich mir noch kein Urteil bilden. Es ist uns gelungen, die Moschei aufzuspüren. Sie ist in einer speziellen Kett-Einrichtung auf Boot. Speziell? Inwiefern? Diese Einrichtungen werden von einer dynamischen Schildtech geschützt, die wir bislang noch nicht knacken konnten.
Wir stehen kurz davor, aber unsere Prozessoren sind nicht schnell genug, um mit ihrer Fähigkeit zur Anpassung mitzuhalten. Pathfinder, wir könnten meinen Prozessor zu Ihrem Programm hinzufügen. Das würde zweifellos einen erheblichen Unterschied machen. Ich kann Ihnen helfen, Ephra. Und bei allem Respekt. Dieses Mal brauchen Sie meine Hilfe. Bei allem Respekt. Die Angara brauchen überhaupt nichts von Ihnen. Wir kommen hervorragend alleine klar. Nope. Ich kann nicht garantieren, dass Sie den Schild ohne die Rechenleistung meiner KI durchbrechen können. Ihrer KI? Natürlich. Das ergibt Sinn. Sie ist körperlich mit mir verbunden, also muss ich... Na schön. Möchte ich mitkommen. Es war ein Risiko, mir gegenüber hinsichtlich Ihrer KI aufrichtig zu sein. Und diese Aufrichtigkeit unterscheidet Sie von dem Cat. Das hoffe ich doch. Sie dürfen an der Mission teilnehmen. Ich danke Ihnen. Ein Team wird sich mit Ihnen bei unserem Stützpunkt auf Oro treffen und Sie zu der Cat-Einrichtung bringen. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Das ist alles? Sonst gibt's keine Interaktionsmöglichkeiten, ist ja auch blöd. Oh. Was mit den Außenposten? Mit wem muss ich da quatschen? Bestimmt auf der Nexus, wa? Lexi, hast du was zu sagen? Ja? Nichts Neues, das heißt, man sieht sich. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Alles klar, ich weiß, wo ich dich finde. So, jetzt forschen. So, jetzt nochmal richtig forschen, nämlich eine Rüstung. Ich brauche tatsächlich eine Rüstung. Mit Strahlen und Panzerung wäre nicht schlecht. Kann ich überhaupt bauen? Ich hätte Schuppen, ich hätte Titan, ich hätte Nickel. 5% Gesundheit plus 1 Leistung. Das ist aber auch nicht wirklich das Wahre. Was ist das hier eigentlich für eine Rüstung? Ich begehre hier ein Dings-Upgrade. Nee. N7 Armschutz, genau. 2 Schildleistung plus Biotikkräfte. Oh, da brauche ich Kupfer. Hab ich nicht. Hab kein Kupfer, verdammt. Ja oder nein? Na komm, wir machen's. Haben wir geforscht? Jawohl. So, einmal den Armschutz. Geforscht. So, einmal die Brustpanzer. Erforscht, das bringt immer ein bisschen. Oh, hier, sogar Nahkampf. So, und natürlich auch den Beinschutz. Probieren wir mal gleich so, das sind 4er. Müssten das nicht 5 Teile sein? Wenn wir gleich zu erweitern, wenn wir auf den nächsten gehen, dann hätten wir 13 Gesundheit und Co. Könnten wir rein theoretisch machen. Tun wir also auch gleich erforschen. Alles wichtig, Rüstung ist. So, bis Stufe 3 schon mal durchgeforscht. Ja, Helm kriegen wir, kostet ja noch 100 noch was. Deswegen gleich bis Stufe 3. Wenn das geht, so Beine auch. Stufe 3 her damit. Das ist ja nur die Forschung, das ist ja noch nicht gebaut. Das ist das Problem. Ich muss hier noch bauen. Ah, für Stufe 2 reicht's nicht. Okay. So, dann würde ich mal sagen, gleich mal her. Entwickeln. Und zwar panzerungstechnisch. Hellen. Der Stufe 3. Reicht. Bauplan wählen. Ich könnte einen Rebellen oder einen Pfadfinder haben, könnte ich auch machen. Stufe 3. Nein, wir bleiben mit denen. Auswählen. Herstellen. Jawohl, passt, so wieder. Heißt, passt das schon. So, Stufe 3 hergestellt. Gut, wunderbar. So, schade, dass man das hier nicht ordentlich sortieren kann. So, das ist der Helm, Stufe 3. Einmal zurück, Panzerung, Brust, Stufe 3. Initiative, Aufklärung, ist aber auch nicht schlecht, wollen wir mal gucken. Kann ich gerade gar nichts kriegen. So, wenn wir jetzt hier klicken. Ah, sieht auch nicht schlecht aus. Ja, ist gewöhnlich. Brauchen wir einen Barrel. Kann man nicht machen. Den kann man zum Glück machen. Dann gleich. Oh, der hat hier noch 4 Dinger. Pass rein. Bauplan wählen. Und herstellen. Stufe 3. Ist gemacht. So, haben wir schon mal hergestellt. Wunderbar. So, einmal zurück. Dann die Beine. Kommen wir auch auf Stufe 3. Wunderbar. Hergestellt. Das bringt ja alles Vorteile. Das sind hier mehr Schildleistung, mehr Gesundheit. Und genau das brauche ich halt. Arme. Da habe ich, glaube ich, nur... ich könnte die schwarzen nehmen oder halt hier diese Hyperguardian Stufe 1. Ich bleibe bei den Hyperguardian. Nehmen wir mal. Ja, nein, zurück. So, herstellen. Genau, auch wenn das nur Stufe 1 ist. Naja, vielleicht gibt es noch ein paar Forschungspunkte dazu. So, vielleicht wären ein paar Waffen jetzt nicht schlecht. Gucken wir mal.
Forschung, Forschung, Forschung. Am besten Reliktwaffen. Was haben wir denn da? Sturmgewehr, MP, Shotgun. Können wir die herstellen? Das ist das Problem. Details anzeigen. Könnte ich herstellen. Könnte ich tatsächlich herstellen. Wäre also nicht schlecht. Und eine Sniper. Kostet aber auch nur 50. Ist geforscht. Wenn wir die weiter forschen, das ist 135, ist nur um 10 besser. Jetzt auch nicht so besser. Das Sturmgewehr. Das, was ich habe, gefällt mir nicht ganz so gut. Kann ich das bauen? Leider nicht, fehlt Graphit. Also bringt das nichts zu forschen. Verbesserung, so generell. Kryokondensator. Oh, hier, Strahlenemitter. Feuermodus auf Energiestrahl ändern. Diese Verbesserung gehört dem Typ Schusswaffenprojektil an. Sie können während der Lieblingsvorgang 1 eine Verbesserung um eine Schusswaffe anwenden. Ultra selten. Ist geforscht? Ja, damit. So, was haben wir noch? Kryo. Schild Disruptor. Waffe, 25 Schildschaden. Bei Sprung, Nahkampf, Schockschaden. Aha. Hitze. Bei Waffe, Brandmunition. Na, haben wir ja nicht. Schildsensorik, 25 Magazinmunition halten, wenn Schilde durchbrochen werden. Aha. Kraftverstärker. Aha. Okay, ja. Was haben wir hier an Verbesserungen? Querschlägersystem. Jedes Projektil breit am Flächen ab. Oh, nicht schlecht. Kühlsystem erhöht die Kapazität. Muni. Aha, Bio-Konverter. Wenn aktuell das Magazin leer ist, werden 5% Gesundheit abgezogen und das Magazin wieder aufgefüllt. Nein, lieber nicht. Plasma, nicht Schatt, Schrot finden, Waffen feuern, explosive Direktschuss, Plasmabolzen. Nicht Schrot finden, Waffen feuern, explosive Direktbolzen ab. Laden Sie die auf dem vorhergehende. Das ist aber auch nicht schlecht. Oder? Mach mal. Muss man testen. Konzentration, Waffenpräzision bei Schilden, 20% niedriger. Suchendes Waffe projektieren auf suchende Plasmabolzen ändern. Aha. Schlachtfeld-Hilfsmodulen. Brust, wenn Gesundheit bei 20% oder weniger liegt, plus 25 Widerstand gegen allen Schaden. Das ist dufter. Gekauft. Und hier, was haben wir hier an Verbesserung? Flugstiermittel. Arme. Schweben. Feuer. Geschwindigkeit. Nein. Schweben. Waffenschaden. Plus 35 Waffenschaden. 35 Waffenschaden. Das ist gekauft. Oh, kann ich nicht. Verdammt. So ein Mist. So ein Mist. Das geht nicht. Könnt ihr heulen. Da könnt ihr jetzt heulen. Verdammt. Wieder. Okay, ich leih Ihnen 30. Wenn ich Sie morgen zurückbekomme. Abgemacht. Danke, Suvi. Verdammt. Irgendwann finde ich schon noch raus, wieso sie ständig pleite sind. Er ist oben pleite, der Salarian. Okay. Hier ist Hammer, haben wir ja gemacht. Hier haben wir Hawaii. Hier haben wir noch ziemlich viele unbekannte Systeme, die mir jetzt eigentlich auch relativ egal sind. So, hoffnungsvolle Krise oder Vault. Okay, wir gehen direkt zu Vault. Wir machen aber noch nicht die Story-Mission, die Haupt-Story-Mission. Möchte ich noch nicht machen. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht stark genug. Hier möchte ich noch ein paar Level aufsteigen. Denn ich habe immer noch Schwierigkeiten beim Kampf. Und ich habe jetzt optimale Verbesserungen. Sowohl für die Brust als auch andere Sachen. Ganz gut eigentlich. Müsste ich nur mal anlegen. Das machen wir natürlich auch klein. So, wir kommen noch. Ich empfange etwas. Beginne mit dem Anflug. Dann willkommen am World. Na, jetzt geht's ab. Dann sehen wir uns, was für ein Planet ist. Steinig aus, oder? Ja, nach Eis. Okay, Eisplanet. Packt zusammen, Leute. Ich bleibe auf meinem schönen warmen Schiff. Es ist ein Eisplanet, man sieht schon. Minus 40 Grad Celsius, ja, kann ein bisschen kalt werden. Na dann, runter da. Da finden wir Bladien, Erz und andere Ressourcen. So, wir nehmen mit. So, jetzt kann man die Waffen hier ausrüsten. Da kann man reinmachen. Da kann man mal reinmachen, warum nicht? Kann man reinmachen, warum nicht? Haben wir schon drin. Okay, dann jetzt Rüstung. Wir nehmen unsere neue Rüstung mit. Stufe 3. Stufe 3. Hatte man Zusätze. Stufe 3. Halt, hat man schon. Und Panzerung leider nur der Stufe 1. Jetzt sieht aber cool aus, oder? C8. Ich bin jetzt ein C8. Cool. Das ist cool. So. Hier habe ich jetzt Massenhaftverbesserung. Das ist soweit okay. Kann man tatsächlich mal machen. Aha, wir belassen es bei diesen Zweien. Fahrzeugmod, Pass, Klassiker, nach wie vor letzte Bootschrei ist. Ja, würde ich sagen. Haben wir das heute alles. Dann und rein da. Halt, außer bestätigt und rein da. Bringen Sie uns runter, Kerlo. Jetzt habe ich vergessen, Mods. Wir hatten diesen Planeten Habitat 6 getauft.
Den ursprünglichen Scans zufolge hatte er eine atembare, stickstoffreiche Atmosphäre und Meere voller Wasser. Ich schätze mal, das ist nicht länger der Fall. Jegliches H2O auf Habitat 6, das die Angara als Vault bezeichnen, ist Eis. Und die Meere sind komplett zugefroren. So viel zu meinem Traum von einem Haus am Strand. Dann kommen wir nach Vault. Geiler Planet. Das ist ein ziemlich heftiger Schneesturm. LZ ist auf der Windseite des Berges. Bedingungen schlecht. Ich registriere Orkanböen. Alles okay, alles okay. Sind Sie sicher? Sollen wir vielleicht aussteigen und schieben? Sehr witzig, Ryder. Dann willkommen. Hey, wo ist mein Helm? Da ist mein Helm. Das ist unsere neue Rüstung. Sieht cool aus eigentlich, oder? Aber ernst ehrlich, die sieht doch schon mal saucool aus. Eine C8-Rüstung. Die sieht cool aus, oder? Das ist eine saucoole Rosine. Suvi hatte recht, was die Kälte angeht. Also wirklich geil. Oh Gott, Lebenserhaltungssystem geht tierisch schnell runter. Schaut euch das mal an. Abgeschieden. Der Schneesturm bietet Deckung. Ideal für eine versteckte Basis. Wo treffen wir das Team vom Widerstand? Ich hab ihnen den Nachtpunkt geschickt. Viel Glück, Pathfinder. So, schnell ein bisschen was sie sammelt. Es ist wirklich kalt hier drin. Es ist wirklich arschkalt. Ach, Strahler direkt vor uns. Ich muss mich kurz auftauen lassen. Sie haben die Basis fast erreicht. Reden Sie nach Ihrer Ankunft unbedingt mit Commander Angel. Machen wir mal Zeit haben. Basis fast erreicht, sagt er. Oh, hier. Da sind schon welche. Danke. Das ist ja auch mein Schiff. Kann man das eigentlich nicht aussehen? Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Alles, was man scannen kann. Scannen, weil das sind alles Punkte. Ich habe das von Kiva gehört. Sie haben ihn immer noch. Sie ist alleine los und sucht ihn. Ich brauche jetzt unbedingt Milchstraßenpunkte. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Lebenserhaltung ist wieder online. Ja, mit denen soll man reden. Dann hallo, Herr Kollege. Sind Sie der Pathfinder, von dem Ephra gesprochen hat? Ja, bin ich. Wir sind das Team, das mit Ihnen die Einrichtung angreifen soll, um hoffentlich die Moschei zu retten. Okay, das will ich noch nicht. Ich bin Ihr Pilot. Die Kett-Einrichtung ist auf der anderen Seite des Planeten. Können wir aufbrechen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich komme wieder, sobald ich bereit bin. Gut, wir werden hier sein. Dann wartet hier mal schön brav. Ich werde da jetzt nämlich noch nicht hin. Gescannt? Ja, hatte ich. Gut, gescannt, Hammer. Tja, Mann, Mann, Mann. Gibt aber keine Punkte hier, sehe ich gerade. Ja, aber ich das gerne. Oh, hier ist ein versteckter Schatz. Aber ich liebe dich, Hera. Wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Keine Panik, ich rette euch ja. Ich rette alle. Hey, sieh da! Ich habe gehört, Sie hätten ein äußerst beeindruckendes Fahrzeug. Ja, wir nennen es den Nomad. Ich bin selbst ein leidlich guter Mechaniker. Ich baue Fahrzeuge für meine Leute. Laden Sie diesen Bauplan für Ihren Mechaniker hoch. Verbunden mit meinen besten Wünschen. Sobald Sie die benötigten Komponenten gefunden haben, kann er damit den Schild Ihres Fahrzeugs verbessern. Cool. Danke, der wird sich freuen. Er wird begeistert sein. Er lebt für diesen Scheiß. Klingt nach dem Bruder, den ich nie hatte. Lustiger Geselle. Einen Teil der benötigten Dinge hier auf Vault. Den Rest müssen Sie sich da draußen zusammensuchen. Kein Problem. Das sind ja Pathfinder, wir machen das. Aber schau dich mal die Rüstung an. Das ist jetzt, ich meine, ist das. Ich weiß nicht, die sieht jetzt noch cool aus. Da sind Granaten dran, die ich noch nicht vorher habe, eigentlich generell. Aber das nenne ich mal eine Rosine. Na gut,
An dieser Stelle, meine Herren, speichern wir und wir sehen uns in der nächsten Folge dann. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.